but we work together as one. So, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to give you Mayor and Governor Michael. Sehr geehrte Frau Botschafterin, Frau Präsidentin, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte vor allem gratulieren zum 122. Unabhängigkeitstag. Das war ja vor 22 Jahren der Grund, diesen Baum zu setzen durch meinen Vorgänger Michael Häupl. Vielleicht können wir dann in 3 Jahren beim 125-jährigen Jubiläum den nächsten Baum setzen, gemeinsam. Ah, oh! To show the good relation between our both countries and the both cities Manila and Vienna, for example. Yes. Aber ich möchte auch Danke sagen für jene Filipinas und Filipinos, die zu uns gekommen sind, um hier in Wien zu arbeiten, in internationalen Organisationen, in der Wissenschaft, in der Forschung, ganz besonders im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und gerade jetzt, wo wir in einer schweren Gesundheitskrise sind, sind wir stolz auf unser Gesundheitswesen. Das hängt zusammen mit schönen Spitälern, aber es sind vor allem die Menschen, die in den Spitälern arbeiten, die für die Wiener Bevölkerung so wichtig sind. Und vor allem jene Krankenschwestern, die aus den Philippinen gekommen sind, haben sich ausgezeichnet, weil sie sehr kompetent waren. Sehr freundlich waren. Das kommt in Wien besonders gut an, weil die Wienerinnen und Wiener sind nicht immer unter dem Stern besonders freundlich zu sein. Und die Philippinas, die mit einem Lächeln im Gesicht ins Spital gekommen sind, haben meistens schon die Menschen gesund gemacht, bevor sie noch den Verband angelegt haben. Also diese Herzlichkeit ist für uns in Wien ganz, ganz wichtig und viele haben den Wienerinnen und Wienern Gesundheit gebracht und Lebensfreude. Und dafür möchte ich mich bedanken als Bürgermeister. Und ich freue mich sehr, dass viele Filipinas, auch Filipinos, ihren beruflichen Werdegang hier in Wien gemacht haben. Aber viele haben auch ihr persönliches Glück gefunden. Mit Wienern, mit Österreichern, mit Kanadiern, weil wir auch eine internationale Stadt sind. Und das ist schön, dass sich Menschen begegnen, beruflich, wirtschaftlich, aber was oft noch wichtiger ist, persönlich. Denn wir sind alle Menschen und für uns muss alle das Ziel sein, auch gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu leben. Und wir haben vor kurzem erst 75 Jahre Unabhängigkeit Österreichs gefeiert. Wir wissen, wie wichtig es ist, unabhängig zu sein. Und von daher gratuliere ich, wünsche alles Gute für die Zukunft und freue mich vor allem auch auf gute Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, den Hauptstädten Manila und Wien, aber vor allem zwischen den Menschen, die hier auch in unserer Stadt leben. Und so wünsche ich Ihnen, Frau Botschafterin, Ihnen allen alles Gute und freue mich auf gute Zusammenarbeit. Okay, I'm going to Maya. I got Victoria.